Es ist ein Gipfeltreffen zweier Frauen, die zu den größten Europas gehören. Caroline und Jessica schauen meist auf alle herab. Wir zu unserem Reporter, der 1,78 Meter groß ist, also kein Zwerg. Und trotzdem gegen diese beiden 2,6 Meter Riesen wie ein Winzling wirkt. An ständige Angaffen haben sich die Mädels mittlerweile gewöhnt. An die fiesen Kommentare nicht. Wenn man so verarscht wird, geht das halt an die Nieren. Und damit muss man klarkommen oder auch nicht. Und es tut halt weh, wenn man sich das so zu Herzen nimmt. 2,6 Meter zu sein, was bedeutet das wirklich für Jessica und Caroline? Wie sieht dein Leben in Überlänge aus? Wo lauern die Probleme? Und was ist mit den Männern? Wir haben die beiden XXL-Frauen in Manchester zusammengebracht. Caroline Welz aus Potsdam reist zu einem ganz besonderen Treffen nach England. Die 2,6 Meter-Frau ist dort mit einem gleich großen Mädchen verabredet. Zum Glück dauert der Flug nur 2 Stunden, denn die 25-Jährige fühlt sich nicht wohl, sitzt gequetscht und ist mal wieder ein gern genommenes Fotomotiv. Also auf normalen Sitzen kann ich gar nicht fliegen, es sei denn, ich bestell gleich zwei, weil, wie man ja sieht, kann ich hier nicht sitzen. Also ich weiß nicht, wohin mit meinen Beinen, es sei denn, ich schlag's mir hinter den Kopf. Glück für den, der neben mir sitzt und kurze Beine hat und mit denen wegrutschen kann. Gut für Caroline, dass die Stewardessen aufmerksam sind und ihr schließlich einen Platz am Notausgang zuweisen. Hier ist es für die große Frau ein klein wenig bequemer. Vorm Hotel wartet schon aufgeregt Leidensgenossin Jessica mit ihrer besten Freundin Tyler. Die Britinnen freuen sich riesig auf die Deutsche. Bis jetzt konnte die 18-Jährige keiner anderen Frau auf Augenhöhe begegnen. Es ist echt eigenartig, ein so großes Mädchen zu treffen. Das kenne ich bis jetzt nur aus meiner eigenen Familie. Mein Bruder ist nämlich 2,10 Meter. Dass Frauen mit Übergröße in Hotels Schwierigkeiten haben, das sind Caroline und Jessica schon gewohnt. Ein paar kleine Tricks helfen da manchmal Wunder, besonders im Bett. Ich schlafe ein bisschen wie die Prinzessin auf der Erbse, so mit 4 Kissen. Also hier fühlen Sie sich jetzt gerade nicht so richtig wohl. Nee, ich bräuchte definitiv noch ein paar mehr. Auch Jessica schläft zu Hause mit 3 großen Kissen. Was passiert, wenn diese unterm Kopf weggezogen werden, zeigen diese Bilder. Der übergroße Teenager stößt sich am Rahmen und die Füße hängen noch weiter aus dem Bett heraus. Bei mir zu Hause muss ich Jessica auch immer bücken. Und sie klemmt sich wegen ihrer Überlänge beim Schlafen schon mal die Füße in meinem Bett ein. Also mich würde das nerven, aber sie bleibt eigentlich immer cool. In der Dusche locker zu bleiben, fällt der 18-Jährigen sichtlich schwer. Stehen kann Jessica hier nicht. Tyler findet das lustig, kann sich schon bildlich vorstellen, wie ihre Freundin und die 25-jährige Deutsche sich unter der Brause quälen müssen. In dem Bad kriegt man auf jeden Fall Platzangst, wenn man noch keine hatte. Weil wenn wir beide hier drin stehen, dann ist echt, also dann ist das Bad voll. Dann da passt kein Ritter mehr mit rein. Beim Spaziergang tauschen sie ihre Erfahrungen mit Männern aus. Beide sind momentan solo und auf der Suche, was nicht immer ganz einfach ist. Denn die Ansprüche sind groß, gut aussehen solle und natürlich mindestens 1,90 Meter sein. Ich habe schon so meine Probleme mit Jungs. Einige sind verunsichert, weil ich so riesig bin und andere machen sich lustig. Ist es schwieriger für Sie, als 2,6 Meter Frau Männer kennenzulernen? Es ist definitiv schwieriger, weil die Auswahl ist einfach nicht, liegt nicht bei 5.000, sondern eben nur bei 2 oder so oder bei 3. Und ich möchte ja auch nicht jeden von der Bank weg, sondern der soll ja auch schon ein bisschen was haben. Dass nicht nur Männer auf die großen Mädels unsicher und albern reagieren, erleben wir kurze Zeit später. Statt in Ruhe shoppen zu können, werden die übergroßen Frauen angestarrt wie Tiere im Zoo. Ich finde, hier gibt es den Unterschied, dass die Leute auch wirklich anhalten und lautstark zeigen, oh, guck mal, da ist jemand Großes. Das fällt mir in Deutschland nicht so auf. Also da gucken die, ohne dass man das so mitkriegt. Wenn die Leute Jessica anstarren, dann werde ich immer furchtbar wütend. Da kommen immer so gemeine Kommentare, furchtbar. Ja, Tyler beschützt mich immer. Lustig, weil ich ja größer bin. Dass die Füße bei einer Länge von 2,6 Meter natürlich auch nicht klein sind, ist klar. Jessica hat Schuhgröße 46, die Potsdamerin sogar 47 bis 48. Meine Schuhe kriege ich nur an der holländischen Grenze, also zumindest Damenschuhe. Da muss ich dann halt 700 Kilometer oder was das sind hinfahren, weil ich ja woanders wohne. Und da mache ich dann eben meinen Urlaub, um mir ein paar Schuhe zu kaufen.
Auch Verkäuferin Rebecca Hannigan hat so große Frauenfüße noch nie in ihrem Leben gesehen. Es ist zum Verzweifeln. Kein Modell passt den beiden übergroßen Frauen. Immerhin hätte die 21-Jährige noch einen Herrenschuh für Jessica. Doch die 18-Jährige will keine Männermode tragen. Ich habe noch nie eine Frau bedient, die mehr als Schuhgröße 43 hatte. Ich selber habe 39. Ich will auch mal High Heels tragen, aber das fällt für diese Mädels wohl eher flach. Über alle hinweg zu schauen, immer die Größte zu sein, kann auch oft ziemlich nerven. Die 25-jährige Deutsche jedenfalls hätte in vielen Situationen nichts dagegen, ein paar Zentimeter ihrer Körpergröße abzulegen. Es wäre jetzt nicht schlecht, wenn ich auch 20 Zentimeter kleiner wäre, aber so eine tiefere Bedeutung hat das für mich jetzt nicht. Also ich komme damit klar, ich kann es ja nicht ändern. Ja, es war wirklich toll, Caroline zu treffen. Wir wissen beide einfach ganz genau, wie der andere sich fühlt. Besonders wenn die Leute über uns lästern. Es tut gut, eine neue Freundin zu haben. Ein Wiedersehen der beiden 2,6 Meter Frauen soll es auf alle Fälle geben. Dann aber bei Caroline in Potsdam. Und weil die deutschen Männer im Schnitt ein paar Zentimeter größer sind als die britischen, ist die Auswahl für die überlangen Frauen ebenfalls größer.